Hallo und herzlich willkommen auf Unboxing Saatalks. Ich habe noch was von Peppermint bekommen, und zwar die Anthem of the Heart auf Blu-ray. Den Film selbst hatte ich ja im Rahmen des Peppermint Anime Festivals dieses Jahres schon gesehen, mit Untertiteln allerdings, und ich finde ihn toll. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also den muss man sich auf alle Fälle angucken, und den muss man sich auch auf alle Fälle mal als Anohana-Fan angucken, weil das ja von denselben Machern ist. Zu der Serie verlinke ich in der Videobeschreibung noch eine Review, dann noch einen Link zu unserer Meinung zum Peppermint Anime Festival. Da verlieren wir noch ein paar Worte, also von Barker aktuell dazu. Und ja, schaut einfach mal die Links in der Videobeschreibung an. Gut. Das FSK-Logo ist nur aufgeklebt, was toll ist, dass man das abbiegeln kann. Dann haben wir hier mal die technischen Daten. Sprachen Deutsch, Japanisch, selbstverständlich Untertitel auch. Laufzeit knappe 2 Stunden, Format 16 zu 9 und Ton in 5.1. Und als Bonus ist das Clean Ending dabei und ein digitaler Streaming Code. Ja, hier sieht man nochmal von der Seite die Schriftzüge. Das ist dann die Blu-ray selbst mit dem bösen, bösen Ei. Ich will da jetzt nicht zu sehr viel verraten. Hier nochmal, das ist der Code, mit dem man es sich digital auf Akiba Pass holen kann. Und dann haben wir hier die Scheibe. Und noch ein Wendecover ohne lästiges, flatschengroßes FSK-Logo. Also, wie schon gesagt, Film. Empfehlung von mir, könnt ihr euch definitiv angucken. Und ja, danke nochmal für das Sponsoring an Peppermint Anime. Ansonsten bedanke ich mich bei euch sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.